Reichtums in dieser Gegend kommen wir so gut über die Runden und hin und wieder gelingt es Captain Nemo, kleinere Ladungen zu schmuggeln. Durch den allergrößten Teil unseres Bedarfs müssen wir die in der Insel selbst, doch den allergrößten Teil unseres Bedarfs müssen wir der Insel selbst abtrotzen. In der, ich finde es cool, wie die meisten Spiele solche Rebellensachen und solche alltäglichen Sachen einfach nicht erklärt bekommen. Wie das einfach unter den Tisch fegen. Und hier wird das richtig schön erklärt. Wie das ist auch richtig, richtig... Man kann das richtig nachfühlen alles und logisch und... Ach Leute, ihr wisst doch, was ich meine. In der echten Höhle bauen wir im großen Stile die Rohstoffe der Insel ab, vorwiegend Metalle und Baumaterialien. Und im Freiland am Kratersee ist es Edison gelungen, unser Kohleproblem zu lösen, was wir ja schon gesehen haben, und gleich seine Experimente etwas gefährlich sind. Und im Vertrauen, er wohnt nicht nur aus Sicherheitsgründen da draußen. Ja, haben wir auch gesehen, warum. Die drinnen haben wir seine beleidigenden Altigkeiten einfach nicht mehr ertragen. Zum Zivilleben. Die Insel beherbergt zahlreiche Flüchtlinge. Wir mussten alle ein wenig zusammenrücken, damit auch der Platz reicht. Darum ist in der linken Höhle so gut wie jede Nische in ein Quartier umgewandelt worden. Aber für Spezialtrupps wie den ihren wird sich gewiss noch etwas finden lassen. Der andere Trupp wohnt ja auch nicht gerade am schlechtesten Ort. Oh nee, der andere Trupp. Erinnere ich mich an die Steppen, ey. Das Unterhaltungsprogramm ist dagegen ausgesprochen mau. Glücklicherweise haben wir immerhin einen tüchtigen Wirt unter uns, der eine kleine Schenke eröffnet hat. So, ah ja, was ich noch erwähnen wollte. Gestern am 24.04. meine lieben Leute, ist der RPG Maker 2003 auf Steam erschienen. Offiziell auf Steam in englische Übersetzung. Oh, das Ding ist so geil und ich hätte ihn gerne, aber da muss ich mich noch ein bisschen gedulden, weil meine Mutter meint mal wieder mehr Geld absacken zu wollen, so von wegen, ja, hat sie gemeint, es wäre schwachsinnig, Spiele zu sammeln und weil ich ein Epic Game Maker Volks eh schon legal habe, dann müsste ich ja den 2003er nicht legal haben, weil ich will ja nur meine Sammelwut, naja, gut, ich laber das nicht weiter aus, aber ich will den eigentlich haben, weil, oh, das wäre so, weil es endlich den Epic Game Maker 2003 legal. Ich weiß nicht, ob es den 2000er noch rausbringen werden, wird man dann sehen, aber ich glaube es ja nicht unbedingt. Aber gut, schauen wir mal. Hallo. Eben auf den Kopf. Ach nee, der raucht Zigaretten, okay. Skandalös, wie man hier zu vegetieren gezwungen ist. Überall haften Dreck und Schmutz. Und am schlimmsten ist es in der Mine. Sag mal. Was soll denn das? Ihr könnt froh sein, dass ihr mit eurem scheiß verdammten Kackleben davon gekommen seid. Und jetzt auf einmal. Dreck. Ich lebe noch. Sei so scheiße. Hoi, hoi, flan, flan. Alter, das geht wie bis auf den Keks, ey. Achtung! Achtung! Okay. Gehen wir erstmal zur Versorgung, würde ich sagen. Von Brecheisen. Ah, den kennt man doch. Das ist doch der, der die Villa in der Altstadt hatte. Was soll das heißen, Bursche? Es ist schon wieder was verschwunden. Ihr klaut doch wie die Raben. Wer sind Sie denn, mein Herr? Gestatten von Magwitz. Na, Sie haben die Ehre, dem feinen Herrn von und zu Brecheisen gegenüber zu stehen. Feinen Herrn, kenne seine Familie und rieche immer noch den Muff niederer Abkunft her, Dorfschmied. Das war einmal, hab mich hochgearbeitet und verkehre nur in der feinen Gesellschaft. Illusion einstellen, Kerl dünstet immer noch Abkunft seines Standes aus. Verknöcherter Junker. Schrotthändler. Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Raus! Hier riecht's nach neureichem Schlüsselturm. Raus aus meiner Fabrik. Ich würde gerne sehen, wie die Map eigentlich aussieht nach oben. Ob die Weitergabe da gemappt wurde? Dieser Herr mag gewiss einen unangenehmen Typus verkörpern, aber steige einmal von deinem hohen Ross. Kann ja gar nichts machen. Adeliger Kavallerist ist von Natur aus höher. Doch, du bist adelig, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es wird noch nicht ziemlich in die Regierungsrolle gehen, deswegen gehen wir erstmal hier lang. Und daher, guck mal, was das hier alles wird. Oh, was haben wir denn hier? Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Blau, Rot, Grün, Gemansche! Ach so, Blau, Grün und die, was ist in der Farbe? Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Was ist das? Was sollen denn gewonnene Inhalierstäbchen?
Ich habe die Wand angesprochen und das Event ist wahrscheinlich... das Event ist wahrscheinlich vor dem... vor dem Aschenbecher und deswegen spricht man es auch an, wenn man rechts blickt. Deswegen hat Markus auch in der letzten Aufnahme dieses Event da, als er mit Edison von rechts angesprochen und hat dabei das eine Event da noch mit angesprochen. Deswegen war das da auch ausgelöst worden. Und daher liegt der Pulverdampf über dem Schlachtfeld. Ach nee, nur liederliches Hauptgekrümpel. Der Schrank wird vor verschiedenen farbigsten Töpfchen und Gläschen nur so über. Malen nach Zahlen. Mario Paint. Ja, zurzeit habt ihr nicht vor, euch mit Farbe übergießen zu wollen. Papier. Ein paar Rollen noch unbekleckten Materials. Muss auch mal wieder meinen Monokel putzen. Moment, das Bild ist ja ganz unscharf gemalt. Monet. Okay, Monet kenne ich übrigens nicht, den Maler. Unscharf, Kritte, empfinden Sie gefälligst ein gerötete Maus an Ergriffenheit von diesem Werk. Anscheinend scheint er aber ein französischer Maler zu sein. Also in Kunst kenne ich mich sowieso absolut nicht aus. Ich kenne Picasso, ja, das war's aber auch schon. Scheint noch nicht fertig zu sein. Werden wir mal die Kontur nachziehen. Hände weg, Monsieur. Morgen Sie es nicht, meine Nebel aus Licht mit ihrer Plumpheit zu malträtieren. Ein halbfertiges Bild des Präsidenten der Freien Republik Vulkanien. Wie soll ein Künstler so arbeiten können? Bei diesem Licht, in dieser Gruft aus Fels und dreckiger Bräune. Nicht wanderlich werden! Er hat ja immerhin noch seinen urkigen Hut! Wer bitte sehr sind Sie, Monsieur? Gestanden von Marquette! Monet, Claude Monet. Oh, er hat einen selben Vornamen wie Mosé. Cool. Ich habe sowieso einen sehr ähnlichen Namen wie Mosé. Also wie Claude M. Mosé, also der Übersetzer von Nintendo damals. Sie haben die Ehre, den Revolutionär der Leinwand gegenüberzustehen. Revolutionär, wie er gleich wieder ausrastet. Das ist doch der Präsident, der da auf ihrer Staffelei entsteht. Oui, Mademoiselle, das ist unser Präsident. Zurzeit arbeite ich an einem größeren Regierungsauftrag ab. Und erstelle eine große Anzahl an Wandporträts unseres Staatsoberhauptes. Leider entwindet man mir ständig mein Motiv, sodass ich nur schleppend vorankomme. Warum meinen Sie den Präsidenten nicht einfach von den beiden fertigen Bildern ab? Ich bin Künstler, Monsieur, kein Akkordkritzler. Nonna, ich meine nur unter dem Eindruck des tatsächlichen Objekts. Solange mir der Präsident nicht in eigener Gestalt Porträt sitzt, bleibt das Bild leer. Ich glaube, ich habe gerade relativ gutes Französisch angewendet. Vielleicht können die Ihnen helfen. Versuchen Sie es nur. Die Kunst wird es Ihnen danken. Ich habe die Quest, glaube ich, auch mein Let's Play nicht gelöst. Und ich weiß nicht, ob Chester oder Markus sie lösen werden. Also, das werden wir sehen. Schenke zum Kraterblick. Der Ganztag ist geöffnet. Wow, was für ein innovativer Name. Vorsicht, Steinschlag. Hey, sind wir jetzt bei Mario Kart 64 oder was? Naja. Oh, er. Oh, heute Eingebung. Könnte ich nur in Worte fassen, was mir ihr liebreizendes Antlitz an den Gefühlen eingibt, verehrteste. Sie. Ach, Lufthechel. Oh Mann. Ach, das hat man schon. Events kopieren kann der ganz gute Retron. Der Präsident der Freien Republik Vulkanien. Macht einmal einen Schlag, ey. Vater erregt sich schon wieder über die Gäste am Nachbartisch. Sehen Sie nur, mit welcher Art von Gesindel man uns zwingt, unter einem Dach zu verkehren. Was? Es blicken diese Leute schon herüber. Empörend. Herr Leutnant, wenn Sie vielleicht etwas dagegen unternehmen könnten? Bin ich am Büttel? Na, das ist doch... Da blickt man jahrelang bewundernd zu unserem Offizierskorps auf und wenn man dann eines Tages bedrängt wird, sieht man sich plötzlich schutzlos und allein gelassen. Das ist unerhört. Ja komm, verpiss dich, du arrogantes Miststück. Ich hasse dich. Ich unterstütze doch nicht sowas hier. Ist mir egal, du bist im EP durch den Abend gegangen. Sind ja auch im Let's Play nicht gemacht. Das ist einfach aus dem Grunde, weil ich sowas nicht unterstütze. So ein Arschloch. Dachte bei Pitstop bislang immer an etwas anderes. Ach so, das sehe ich erst recht richtig.
Ein Teller des insularen Hauptnahrungsmittels. Nom 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 nom, Fisch. Sie haben meinen Herrn Vater verärgert. Ich fürchte, das war nicht sehr klug. Lurigal. Einer dieser zahlreichen Tellerstapel, die ständige Reinigung durch Hilfskräfte bedürfen. Herr Leutnant, ich wusste, Sie haben mich armes Ding nicht vergessen. Ach Gott, das ist die! Das ist sie aus der Altstadt, mit der er gevögelt hat. Zumindest denke ich, dass er sie gevögelt hat. Man hat zwar nicht gesehen, aber ich denke mal schon, der Andeutung war ja ziemlich... Naja. Ja, wie mein! Aber Herr von Magwitz, Sie wollen doch nicht behaupten, Sie hätten vergessen, wie wir zusammen das Hinterzimmer des Gasthauses besichtigt haben. If you know what I mean. Schatz, wer ist das? Also gewissermaßen Potzblitz. Allerdings, puh, nun ist es raus. So verdruckst kenne ich meinen Leutnant gar nicht. Soll ich etwa annehmen, du und diese Person? Was heißt denn diese Person? Wenn sie sich für jemanden besseren halten, dann fragen sie doch einmal, warum sie nicht die einzige sind, die ihr feiner Herr Cavalier bereits umgarnt hat. Ha, das saß. Oh oh. Billiges, einfältiges, dummes Ding. Er gehört ja Ihnen, gnädige Frau. Er gehört ja Ihnen, gnädige Frau. Sind wieder da. Ja. Und wir sprechen uns noch, mein Lieber. Ich kann übrigens nicht schlucken. Nach dabei Pilzsofia. Eine Flasche Schnaps, Herr Leutnant, für Sie nur 10 Taler. Nö. Ich brauche das Geld für Ausrüstung. So. Kommen Sie uns, Sie werden feiern. Was erlauben Sie sich? Verlange Satisfaktion, Kerl! Satzfrakation? Unser Arm, du. Ich werde dir... Und hört! Schreibt einfach während Duellforderungen ein. Pack es eben nicht satisfaktionsfähig. Sag einmal, Liebster, hättest du diesen Mann tatsächlich meine Blinde getötet? Manchmal weiß ich nicht, ob ich die schmeichelhaft oder beängstigend finden sollte. Verdammte Plackerei in der Mine. Da hat man sich mal eine Abwechslung verdient. Hat man sich mal. Ey, wie die alle nur am Meckern sind. Wie die alle nur meckern. Die können froh sein, dass sie noch am fucking verdammten Scheiß leben sind. Und. Boah, wie ich sowas hasse. Ganz ehrlich, wie ich sowas hasse. Ich hasse so einfach einen abgrundtief solche Leute. Boah. Es ist aber echt selten, dass mal jemand nicht auf uns einhackt. Danke vielmals, Herr Offizier. Noch einmal keine rührselige Szene, Kerl. Trinkt nur, trinkt, Genossen. Das Bier geht auf mich. Ach, nur nebenbei. Ihr seid doch alle in der Gewerkschaft. Ja, na dann Prost. Okay. Hallo. Herzlich willkommen in der Schenke zum Kraterblick. Was ein innovativer Name, ich weiß. Was kann ich für Sie tun, werte Gäste? Ist er oder sein Bruder? Liebe lieben Herr Leutnant, Sie meinen? Frage ihn, ob er selbst oder einer seiner Brüder ist, die sich für ihn ausgeben. Ja. Kann sein Gefahr so ja gar keinen Sinn entdecken. Angaben über örtlichen Klatsch. Herr Leutnant kennen wohl die Wörter. Wir wissen meist am besten über die Leute Bescheid. Allerdings sind hier derart viele Neuankömmlinge versammelt, dass ich keine Gewehr für das Gerede... Ja, Bericht! Durch nebenan hat ein Künstlerquartier bezogen. Zumindest gibt er sich als solcher aus. Aber ob das von ihm zu halten ist, weiß ich nicht. Er klickt nur und selbst das nur spärlich. Interessanterweise wird es für Sie wohl möglich sein, von Ihren Kollegen zu erfahren. Kollegen! Ausführen! Ganz der schneidige Leutnant. Nun, ich meine den Spezialtrupp, der eine Hülle im Norden bewohnt. Mir scheint, Ihre Gruppe und diese Leute werden wohl recht ähnlichen Angelegenheiten nachgehen. Schließlich ist mir noch zu Ohren gekommen, dass in einer der Wohnhöhlen der gemeinen Schichten ein gewisses Treiben Einzug gefunden hat, das die Seele von den Beschwernissen des Alltags ablenken kann. Ja! Verzeihung, ich kann nur lange Sätze. Empfehle mich! Okay. Um Himmels Willen, ein Leutnant der Kavallerie nähert sich den Schnapsvorräten. Weg, weg! Ah, kommen Sie, um die Küche zu putzen. Holzhock! Okay, na dann. Steinschlag. Oh, wow, bleib. Ach, okay, die mit E stehen. Hallo Mädel.
Diebe, man hat mich beraubt. Mein kostbares Collier wurde gestohlen. Was ist ein Collier? Ich weiß es nicht. Warum muss